auf meinem Kanal zu diesem neuen Video. Ich habe vor kurzem eine Morgenroutine gemacht und die hat euch wieder sehr interessiert. Deswegen dachte ich, mache ich passend dazu auch nochmal eine Abendroutine. Coole ist, letztes Mal hatten wir noch Nala zu Besuch und meine Schwester. Und diesmal ist aber auch wieder Nala zu Besuch. Heißt, wir haben heute wieder zwei Hunde, beziehungsweise schon seit gestern wieder zwei Hunde. Als allererstes gucken wir mal, was die beiden machen. Die beiden sind nämlich gerade im Gefängnis. Nein, das ist kein Gefängnis. Aber wir packen die immer in deren Boxen, damit die wieder runterkommen, weil... irgendwie, solange die da nicht drin sind, müssen die ganze Zeit irgendwie spielen. Deswegen packen wir sie da rein, damit sie einmal runterkommen können und ein bisschen schlafen können. Und das machen sie gerade, weil wir gerade eben mit denen draußen waren und die sich draußen ausgetobt haben, wir noch ein bisschen im Garten waren. Und genau, wir haben mittlerweile 18 Uhr und ich mache gerade unser Mittagessen. Wir haben es noch nicht früher geschafft, aber ich zeige euch gleich mal, was es gibt. Übrigens ist diesmal nur Nala bei uns, weil Angelina leider ein bisschen krank ist. Sie hatte ein bisschen Fieber und ein bisschen Kopfschmerzen und dann hatte sie uns gefragt, ob wir Nala für ein paar Tage nehmen können, weil sie nicht so gut rausgehen kann und so und damit Nala auch nicht zu langweilig ist. Und deswegen ist sie für ein paar Tage bei uns. Wir freuen uns super und Leo hat sich auch sehr, sehr gefreut. Essen ist fertig und so sieht das Ganze aus. Richtig lecker. Das ist Pasta mit veganem Hirtenkäse. Da habe ich euch eine Woche lang nämlich mitgenommen, was ich so esse, beziehungsweise was ich esse, wenn ich vegan esse. Ich habe eine Woche lang vegan gegessen und genau, das ist dann ein Rezept davon. Hier ist noch ein bisschen veganer Hirtenkäse und dazu ein bisschen Cola. Und hier wird gleich Gossip Girl angemacht und das lassen wir jetzt als allererstes schmecken. Guten Appetit! Ich habe Hunger. Ich habe auch richtig Bock zu essen. Etwas später, wir hatten ja Mittag gegessen, dann haben wir uns auf die Couch gesetzt. Ich habe ein paar Kerzen angemacht und wir haben Gossip Girl weitergeguckt, waren ein bisschen am Handy. Max ist gerade eben nochmal losgefahren, einkaufen, beziehungsweise ein paar Snacks holen. Und er kam mit einer vollen Tüte wieder. Er wollte eigentlich nur ein paar Chips holen, jetzt die ganze Tüte voll. Ich würde sagen, wir gucken da mal rein und gucken, was er alles geholt hat. Als allererstes Funny Frisch Chakalaka Chips. Dann mit einer meiner Lieblingschips. Kichererbsen-Chips, die haben schon wieder eine neue Verpackung. Auf jeden Fall, die sind wirklich sehr, sehr lecker. Probiert sie gerne mal aus. So, dann haben wir hier noch zwei Gurken, damit es nicht allzu ungesund wird. Dann, was bei Max natürlich nie fehlen darf, ist ein Schokopudding. Aha, Cola Energy. Noch mehr Cola Energy. Haben wir hier noch Lay's Sour Cream and Onion Chips. So, und das hier, was ist das? Sind das auch Chips oder sind das Cracker? Auf jeden Fall auch von Lay's irgendwas auch mit mediterranen Kräutern. Ich weiß noch nicht ganz, ob das Chips sind oder doch, knusprige Chips. Und dann ist hier noch eine Gurke drin und noch ein Schokopudding. Das sollte auf jeden Fall für heute Abend reichen. Auf jeden Fall ist es schon 7:45 und um 7:45 fängt dann ja immer Bachelor an. Das werden wir ja zusammen gucken. Und davon müssen wir nochmal auf jeden Fall mit den beiden Hunden draußen. Die sind nämlich immer noch in deren Bett drin. Die haben bis gerade eben einfach durchgehend geschlafen. Die beiden sind so kaputt. Und jetzt kommen die beiden raus. Wir gehen eine Runde raus. Und dann toben ich hier noch ein bisschen rum, bis sie wieder platt sind und wieder müde sind und wieder da reinkommen. Ich habe Leo schon mal rausgeholt. Nala wartet auch schon. Und jetzt gehen wir erstmal eine Runde raus. Du musst auch raus, ne? Ja, wir gehen raus. So, wir gehen jetzt eine Runde draußen spazieren. Okay. Okay. So, die beiden spielen jetzt gleich mal ein bisschen. Oder beide sind müde. Bachelor fängt um 9:30 an, aber ich bereite schon mal die ganzen Snacks vor. So, ich fülle hier jetzt gerade überall mal Chips rein und ich habe euch ja vorhin mein Mittagessen gezeigt und da habe ich gesagt, dass ich gerade ein Experiment mache und mich eine Woche vegan ernähre und einfach nichts von den Chips ist vegan. Daran habe ich gerade irgendwie gar nicht gedacht, aber heißt nicht, dass ich nichts zum Snacken habe. Hm? Wo sind die Lachgummis? Alle. Was? Die sind leer. Wir haben noch Nachos, was mit denen? Ich bereite jetzt mal was vor und zeige euch gleich, ob ich irgendwas gefunden habe oder einfach ein Stück Gurke esse. Die beiden spielen gerade richtig schön und das hier sind jetzt unsere Snacks. Also hier einmal Chips für Max und ich habe mir hier diese Tortillas genommen mit Tomatendip. Sehr, sehr lecker. Und ich glaube sogar vegan, ne? Hat man geguckt? Ja. 5 Minuten noch und dann fängt Bachelor an und so lange bekommt Emma Nala was zum Essen. Leo, hast du essen? Hunger? Essen? Wollen wir essen? Komm. Leo. Eigentlich sollte Nala schon um 18 Uhr Essen bekommen. Sag das nicht Angelina, sie kommt erst um 20 Uhr essen, aber sie hat so friedlich geschlafen. Und Fütterungszeit für beide. Ihr habt beide schon Hunger, ne? Bitteschön. Wie süß. Oh, ihr beiden, ey. Ihr seid so süß, ey, ne? Vielleicht wird es langsam doch Zeit für einen zweiten Hund. Spaß. So, der Bachelor ist vorbei und wir sind noch mal draußen. Keine Ahnung, man sieht gar nichts. Wir sind noch mal kurz in den Garten gegangen. Dann können sich nämlich die beiden hier noch mal austoben vom Schlafen gehen und noch mal kurz pinkeln. Und dann geht es auch schon rein
fertig machen und schlafen. Wir sind wieder drin und jetzt wird noch das gröbste Chaos schon mal aufgeräumt, damit wir es morgen früh nicht machen müssen. Und so lang toben sich die beiden einfach nochmal weiter aus. Ich habe mich gerade abgeschminkt und danach habe ich das Feuchtigkeitsserum hier benutzt. Das probiere ich in letzter Zeit aus. Ich habe auch einen Tipp auf TikTok gesehen, den ich die letzten 2-3 Tage auch ausprobiert habe. Und ich dachte, den gebe ich euch mal weiter, weil ich habe das Gefühl, dass es was bringt. Und zwar habe ich jetzt mein Feuchtigkeitsserum aufgetragen und dann mache ich jetzt über meine Augenringe Vaseline. Also ich habe hier einfach so eine Vaseline von DM und das gebe ich jetzt einfach auf meine Augenringe und auch hier drüber. Und ich habe das Gefühl, dass ich dadurch weniger Augenringe habe, weil die Vaseline die Feuchtigkeit quasi einschließen soll. Ich habe jetzt auch noch Zähne geputzt und mich umgezogen. Leo liegt in seinem Bett. Sieht man das? Und der ist schon schlafensbereit. Und Nala liegt in ihrem Bett auf der anderen Seite. Und ist auch schlafensbereit. Ja, mir ist gerade noch eingefallen, ich wollte heute eigentlich extra noch in diesem Vlog Nala ein bisschen die Haare schneiden. Angelina hat uns darum gebeten, nur so ein bisschen die Spitzen wegzuschneiden. Wartet mal, wer es vergessen hat. Das machen wir morgen früh noch zusammen, weil ich es euch unbedingt zeigen wollte. Es ist jetzt mittlerweile 23 Uhr, wir gehen jetzt schlafen. Gute Nacht. Wir haben den nächsten Tag und jetzt werden wir Nalas Haare schneiden. Vor allem am Po müssen die gekürzt werden, weil immer wenn sie ihr Geschäft macht, bleibt da immer großzügig was hängen. Das ist sehr lecker, deswegen schneiden wir jetzt mal ein bisschen das Fell. So, kannst du einmal kurz aufstehen. Aufstehen. Ja, warte. So, warte, wo ist hier die goldene Mitte? Jetzt mal ehrlich. Ich weiß es nicht. Das war es nicht. Der hat gerade gepupst. Das hat man voll gehört. Das war sie? Ja. Ich dachte, das war Leo. Bah! Oh Junge, ey. Und wir sind auch schon am Ende des Videos angelangt. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt, aber Leo haben wir auch noch mal ein bisschen Leo? Das Fell geschnitten. Jetzt sieht man auch wieder seine schönen Beinchen. Davor war da wirklich überall nur Fell. Er sieht wieder so klein und kompakt aus. Nala ist ja mittlerweile wieder zu Hause, aber ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.